Mindestens 21 Menschen sind durch Überschwemmungen in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien ums Leben gekommen. Sturm Boris richtet momentan Verwüstungen in Mitteleuropa an. Nun soll er weiter in den Süden Europas ziehen. Auch Italien bereitet sich auf starke Regenfälle vor. Die Überschwemmungsgefahr in Tschechien nimmt dagegen allmählich ab. Südböhmen ist jedoch weiterhin gefährdet. Die Zahl der Überschwemmungsgebiete im Land ist von über 200 auf knapp 130 gesunken. Auch in Polen hat der Sturm eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Anwohner und Katastrophenschutzteams bemühten sich, in einigen Gebieten Flüsse zu sichern oder geflohene Menschen mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen. Das enorme Ausmaß der durch den Sturm verursachten Schäden ist auf Luftaufnahmen von österreichischen Dörfern an der Donau zu sehen. Ganze Dörfer in der Region stehen unter Wasser und viele Menschen mussten fliehen. Das Hochwasser sorgt auch in mehreren deutschen Regionen für Besorgnis. In Brandenburg sind Krisenstäbe in Alarmbereitschaft und bereiten sich auf eine Wasserwalze vor. In Teilen Bayerns entspannt sich die Lage, doch der Pegel der Isar steigt weiter an.